Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf dem neuen COD Cold War auf der Karte die Maschine den Stromschalter findet. So, kommen wir nun zum Video. So Leute, ihr geht zu dieser Tür hier, öffnet diese Tür, dann seht ihr schon an der Wand diesen lila Pfeil. Ihr folgt den einfach, platziert hier euren Springsatz, Leute. So, lauft einfach bis zum Ende durch, da haben wir schon den nächsten Pfeil. Platziert hier nochmal einen Springsatz. Dann läuft ihr hier einfach entlang, Leute. Da haben wir auch den Juggernaut, Leute. Damit ihr Bescheid wisst, der steht hier. Und ihr läuft ein bisschen weiter und seht rechts schon wieder den Pfeil und müsst wieder was springen. So, danach läuft ihr immer geradeaus bis zu dieser Tür, die sich automatisch öffnet. Hier gibt es nun zwei Wege, Leute. Einmal nach links und einmal nach rechts. Wir gehen nach rechts. Laufen weiter. Sehen hier am Ende schon wieder diesen Pfeil. Dorthin laufen wir. Ich laufe hier rechts lang. Dann sprengt ihr das hier wieder. So, läuft ihr weiter geradeaus. Da haben wir schon den nächsten Pfeil. So, Leute, das ist auch die letzte Tür jetzt. Wenn ihr diese Tür geöffnet habt, habt ihr jetzt links den Stromschalter. Mit Betätigen dieses Schalters habt ihr nun Strom aktiviert, Leute. So, das war's dann auch mit dem Video, Leute. Falls ihr mehr Zombie-Content sehen wollt, dann schreibt mir in die Kommentare, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, schreibt mir in die Kommentare, lasst ein Like da und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.